So. Hey, was sollte das? Jetzt habe ich einen fliegenden Lakaien. Was sollen wir jetzt tun? Kann der es jetzt kaputt? Ach, der macht das kaputt. Aha. Ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Soll er es durchnagen oder was? Also doch hacken. Was machst du da? Das ist so Hacking-Skills dann, okay. Musst du vielleicht aufs Klo? Mein Junge, du siehst doch, was ich will, glaube ich. Ich weiß nicht. Na gut, aber pass auf ihn auf. Oh nein. Oh. Ach nee. Echt? Oh. Yippie! Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Und sowas kann man gar nicht kommen auf so einen Quatsch, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt mal gucken, ob Verbündete muss ich hier anwählen können oder wie oder was? Nee, kann ich nicht. Ich finde auch noch 4 Stück. Aber Toolshed, Mysterion, Chaos und noch irgendwer. Nee, die Toolshed ist ja schon da. Also Chaos, Mysterion und noch 2. Ich wüsste gerade nicht, wer das sein könnte. Ja, Timmy wahrscheinlich. Und einen müssen wir noch haben. Ich frage nach, wer es noch war. Irgendeiner war es halt noch. Jetzt kann ich endlich durch diese dummen Dinger durch. Aber das ist unmöglich. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling. Butter's dead. Okay. Wenn ihr meint. Du hast Hausarrest! Boah. Deine Verbündeten können erst in den Kampf angreifen, wenn du mit deiner Kraft ihren Hausarrest aufgehoben hast. Ach, ist das schlecht. Ist das eine bescheuerte Sippe? Ich hab doch überhaupt nichts gemacht in der Richtung. Ich hab aber nur. Ach, ist egal. Die Kraft, Hausarrest aufzuheben, ersetzt in diesem Kampf deine ultimative Fähigkeit. In diesem Kampf. Also nichts, was irgendwie dann bleibt. Jetzt mal Chaos, weil der ist interessanter für mich, weil ich noch nicht habe bisher. Stierberg, Laufbock. Chaos ist frei. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Nein. Dad, wenn ich dir wehtue, dann ist das Professor Chaos und nicht dein Sohn. Okay. Man ist gesperrt hier, sei gemein. Schleudere einen Blitz, konzentrierten Chaos. Verwirrt und schockiert den Gegner. Verwirren ist sehr gut, das habe ich noch nie gehabt bisher. Warte, wenn nicht bald was passiert, kriegst du doppelt Hausarrest. Aber viel oh, Leben. Oh nein! Oh nein! Okay. Ziemlich weiß nicht, was verwirrt bringen soll bei dem. Und ja, allein ist aber... Das sollte dir Manieren einbläuen. Au. Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Oh, warte. Das machen wir nicht. Du musst eigentlich aufheben, bis ich mit Butters zur Seite gehen kann, aber so hilft ja nicht. Komm, eins nochmal hauen, können wir noch. 1, 2, 3. Ach, ja. Das ich hab's viermal, glaube ich, geschafft. Oh, krass. Mach sie fertig, Saftsack. Ist nur ein einziger. Der muss dringend bluten ein. Ich hab. Ach, Moskito ist da, doch. Ist ein Moskito befreien. Da kann er ihn mal eben, und so weiter, ne? Bisschen anekeln. Moskito ist wieder am Start. Und dann stirbt hey, doch deutlich schneller. Wir können Hausarrest von Kindern aufheben. Nein, ich kann es doch auch. Ich nehme meine Blutprobe. Das haben wir inzwischen geklärt hier. So, nimm das. Das wird dir viel bringen, wenn du Hausarrest hast. Ja, echt? Wenn du meinst? Gut, dann ist das schön. Und... Ziemlich cooler Chaosblitz, sah fies aus, aber war nicht so stark. Du sollst nicht mit Energiestrahlen rumspielen. Der ist nicht sehr lange angewidert. Das ist wer will ganz schön... noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Tja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Du machst danach den Teppich sauber. Okay, Dad. Okay, Dad. Ich kann nicht ultimativ sein, das ist natürlich doof. Ich kann gerade überhaupt nicht angreifen, weil ich nichts habe, was ihn erreicht. Aber ich habe ja das zum Glück. Mehr muss will ich jetzt gerade gar nicht machen, daher passt das schon. Geil!
Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Ach, dieses Klischee, aber... Wetter, aus dem Westen nähert sich der Zorn des Kalt. So. Brennen würde auch noch nebenbei. Wäre ja an sich nicht verkehrt. Aber ich frage mich gerade, was Professor Chaos Ultimativ-Dingens ist. Also, lass ihn mal machen. Danke. Bitte. Ein Moskito geht in Sicherheit. Hey, kommt der Schwarm! Kriegt er gerade so hin, zum Glück. Das hier würde ich auch nochmal anwerfen. Das ist viel Schaden tatsächlich. Na, wir wollen ja Moskito mal testen. Zeit für meine mächtigste Chaos. Waffe, den Hammer des Chaos. Na gut. Beringe deine Feinde mit diesem Riesenhammer völlig aus dem Konzept. Ah, toll. Verwirrung wieder, das tut mir ja nichts. Was trotzdem, ich will es mal sehen. Yeah! Der Anime-Chaos. Oh, hast du geschockt, vielleicht einmal eine Runde aussetzen? Nee. Keine Ahnung, was geschockt bewirken soll. Es ist zu deinem Besten. Gut, es war nicht schlimm, es war nur Hausarrest nebenbei. Oh, Doppelangriff. Das ist natürlich gemein. Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Niemals! Euch gebe ich Hausarrest, euch allen! Oh, das tut mir echt voll leid, Leute. Ach, geschockt ist doch ein Zustand. Los, siehste. Wunderarsch! Dann ist es ja in Ordnung. So, ich kann wieder wenig machen mit ihm. Könnt ihr ihn zum Bluten bringen. Was mache ich auch, bevor ich Chaos wiederhole? Denn dann kann ich mit Zeitfurz deinen Hausarrest hoffentlich negieren. Aber erstmal. Piu, piu! Tja, langsam geht die Luft aus, würde ich sagen. Oh. Aber wenn ich sowieso negieren kann, bevor ich jetzt einfach ausgehe, kann ich mich auch mit in die Gefahrenzone begeben mit ihm. Das ist da nicht dramatisch. Nein! Nix wird's geben. Keule. Du wirst mir dankbar sein. Oh Mann. Na komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Was hast du mit denen gemacht, Wunderarsch? Ah, 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 Hau sie weg, Neuer. So kann es nämlich laufen. Mit den Toten vorhin. Ja, komm, ich hol Chaos zurück ins Leben. Nett wie ich bin. Patsch, patsch. Chaos ist frei. Oh yeah. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Ach, den Spruch kannst du echt klemmen langsam. Macht euch auf Schmerz gefasst. So. Ist das Leben nicht, wie viel Schaden das macht? 100 noch was? Ach, schockt ihr wieder bloß. Das muss nicht sein. Also komm. Chaos! Du hältst dich wohl für besonders schlau. Ein bisschen schon. Ich bin immerhin Professor. So, immerhin Professor, ja, ja. Das war echt super, Leute. Oh yeah. Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest. Nichts da. Aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey Leute, ich hab keinen Hausarrest. Ich bin hausarrestresistent. Yay! Yeah. Herrenunterwäschekatalog von 1979. Okay, da ist natürlich... Was zum Teufel? Oh ja. Epischer Platz. Und ich bin... Noch nicht auf dem letzten Level. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Und ich soll hier bleiben? Erstmal checken. Bam, bam, bam. Scheint trotzdem das Ende der Leiter zu sein. Hier ist nichts mehr danach, was zu sehen ist. Schade. Tja. Ich würde das hier nochmal reinmachen. Naja, egal. So, 1-1-1-10. Ist ja noch nicht schlecht, ne? Besser als nix. Aber trotzdem will ich wissen, was bekomme ich jetzt mit Level Aufstieg? Offenbar kann ich noch Level steigen, aber es scheint mir nichts zu bringen. Vor allem so viel EP. Warum? Oder wäre ich jetzt bei dem Donner stärker, wenn ich aufsteige? Das habe ich bisher noch gar nicht getestet. Aber ich jetzt ohne Artefakte auch hier schon mehr als das ursprüngliche hätte. Würde mich aber wundern irgendwie. Egal. Werden wir im Zweifel beim Level-Up dann sehen. Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Professor Chaos. Ist interessanter Verbündeter, aber ich denke, ich werde bei Dingens bleiben. Call Girl. Wobei, ich habe jetzt ja die dritte Fähigkeit noch nicht gesehen. Die war ja gesperrt gerade.
Nee, ich will... Kann ich nicht durchswitchen irgendwie. Das hier war sie jemals gewesen. Er hat auch eine sehr Reichweitenattacke, so ist ja nicht. Mit dem hier. Er hat nur sehr wenig Muskeln, ja, wozu braucht er... Ach mal, das ist mit Muskeln oder was? Ja, top Sache. Bringt's ja voll bei ihm. Das hier ist sinnvoll. Muskeln runter, Hirn hoch und dann keine Muskelattacken. Und hier hat er wiederum kein Hirn, aber das hier ist ja blöd gemacht. Ich müsste wissen, was das hier genau macht. Ob es einen Verbündeten ruft oder, keine Ahnung, ihn zu verprügeln Bus holt, ich weiß es nicht. Ich meine, das hier ist ja im Prinzip Callgirl ebenbürtig. Ne? Das ist ja einfach eine sehr, sehr flächengreifende Attacke. Plus Verwirrung, plus Elektroschaden, das ist schon geil. Kann man nichts gegen sagen. Das hier hat mehr Reichweite als Callgirl. Wobei, das ist vielleicht ja mit dem. Mal, an sich ist es ziemlich das gleiche tatsächlich. Aber das hier war gegen alle Gegner, ne? Das war gegen einfach alle. Während seins halt nur gegen ein paar ist. Aber das hier... Ist, im Prinzip würde ich fast sehr, sehr ähnlich. Also sehr, sehr, sehr identisch, die beiden Typen. Nur, dass Krollgeld mehr Gesundheit hat, offensichtlich. Von der Stärke sind sie ziemlich gleich. Hirn und Mumm. Nein, doch. Muskel da viel weniger, warum auch immer, obwohl er speziell auf Muskeln aufbaut, was ich echt halt unpraktisch finde. Aber per se kann man sich echt überlegen, ihn zu holen. Ich meine, das hier ist ja auch bloß, kein Angriff, ist ja bloß hier, ihn zornig machen. Also ich weiß nicht, was das, ich nehme ihn einfach mal rein, weil ich wissen will, was das hier genau ist. Aber ich glaube, letztendlich nehme ich sowieso Mysterion rein, das ist ja klar. Und, Aha. Und dann wird er eh rausgenommen werden, wahrscheinlich, für ihn. Na? Julia, halt doch, halt doch! So Chaos. Dann zeig, was du wirklich drauf hast, was zum... Lakaien, sammeln! Du schaffst das! Klar. Nimm das, Ninja! Ninja Power und Momtus Opta! Ja, ja. Sehe ich auch so. Ja, ja, passt schon. Ninja Tsunami. Ninja Tsunami. Voll gut von dir, einen Schritt zu laufen und zu kotzen. Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen. Yay. Nimm das. Dann müsst ihr ja sterben durch Verblutung, Verblutung und Vergiftung. Ja, genau. Nee, lass mal. Wir teleportieren dahin oder wie ist das? Nehmen wir es zurück, den Zeitfurz. Oh nein, er hat mich teleportiert. Egal, tot ist er trotzdem. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ach so, ist ein Bombenweg, Mist. Immer noch, ist ja... Gemeinheit, aber gesperrt hier. Aber jetzt kann ich hier schön verwirren, das bringt's bestimmt jetzt gerade total. Aber ich sehe gerade, das macht ja keinen Schaden, das macht echt nur Verwirren und Dingens. Doch nicht ganz gleichwertig zu dem von Callgirl. Aber Verwirrung bei Gegnergruppe ist schon geil. Und eben der Blitzschaden, was Callgirl ja auch nicht hat. Also, ist halt auch Statuseffekt. Nein. Ist halt auch Statuseffekt-Schaden. Also, ist eigentlich nicht schlecht, tatsächlich. Denke ich mal, wenn es viel Schaden macht. Oh, wo ist meine antiseptische Nasencreme? Ja, Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Ja, das habe ich schon mal gehört. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Sehr falsch. Ich greife dir lieber nicht an, wa? Auch wenn es bloß hier mit ist. Richtig tot? Ja. Welches Blut? Yam, 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 yam. Bzz, bzz. Nee, der andere soll. The Predator finds its prey. Ja. Komm, anderer. Du bist schon von Humankind. Nicht auf den. Nicht auf die. Ach, alles doof. Du darfst mal den Turn pausieren. Jawoll! Hahaha. Au. Jetzt maximales Chaos. Hat er mich gerade mitgeschockt? Sehr gemein. Du Sau. Das gibt's hier nicht. So, Wunderarsch. Also ich selbst.
Ninja-Attacke! You test my resolve! Ja, ja. Ich hab mir ein bisschen Blut. Wird schon stimmen. Tschupptschu! Also, ich meine, Mück-Mück. Nein. Du wirst gehauen von mir. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ja! Humankind, startbereit! Ja, fünf Leben, aber ist ja egal. Was mache ich jetzt mit dir? Wieder zu beenden. Bringt ja nichts mit dir. Au und tot. Ninja Instincts awaken. Hm, lebt doch noch. Au! Nein, wie konntest du es wagen? Hier komm ich, Leute, macht Platz! Lohnt sich gar nicht, aber ist ja egal. Besser als ein Skip überspringen. Skip überspringen? Turn überspringen. Turn skippen. Sprung über. Spring über. Ach, ist egal. Jetzt habe ich gerade einen Fehler. Es passiert nichts. Nein! Mein Spiel hängt! Was zum Teufel? Och nö! Och nein! Ach wieso? Och Schiete! Och Chaos! Ich nehme doch ins Team rein, der macht nur Chaos hier. Ach. Ist aber nur halb schlimm. Denn das heißt für mich. Ach Mist, das hilft ja nichts. Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Ja, jetzt bin ich wieder hier, wo ich eben schon war. Toll. Das heißt für mich erstmal auf jeden Fall, ich wollte sowieso jetzt eine Aufnahmepause machen, dann mache ich es halt jetzt sofort und nach dem Kampf voll. Ist egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei South Park. Ich werde vielleicht den Ninja-Kampf mal nachholen hier, so für mich offscreen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ciao.